Okay, ihr seid im Takt. Sehr gut, vielen Dank. Das war sehr nett von Olaf. Das war so ein bisschen die höfliche Variante, dass ich nicht so bekannt bin. Ich bin sehr mittelmäßig berühmt. Also ich bin wirklich sehr mittelmäßig berühmt. Also wenn man den Eindruck hat, in welcher Phase meiner Comedy-Karriere ich gerade bin. Ich bin gerade in der Phase, dass wenn ich zum Beispiel auf der Straße von jemandem erkannt werde, ist es für mich eine viel größere Sache als für die Person, die mich erkennt. Okay, ich bin aufgeregt, ich bin aufgedreht, aber man kann das ja nicht zeigen. Ist ja auf eine Art voll enttäuschend für so einen potenziellen Fan. Wenn einer erkennt, so, hey, bist du Carlos Calanta? Und ich bin so, ja, du hast mich erkannt, woher kennst du mich? Ich wollte irgendwie noch abhängen, hast du Bock? Lass mal eine Sprite trinken, das ist mein Lieblingsgetränk. Wir trinken eine Sprite, reden über dich, du nicht, Sprite, komm schon. So, ich weiß manchmal nicht, wie ich in dem Moment, wie ich damit umgehen soll, so, wie ich reagieren soll, was ich sagen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß in dem Moment noch nicht mal mehr, wer ich bin. Letztens hat mich ein Mädel in einer Bar erkannt und sie meinte so, hey, bist du Carlos Calanta? Und ich habe ohne Scheiß geantwortet mit, wie er leibt und lebt. Das war meine Antwort. Und wir haben uns danach beide gefragt, bin ich Carlos Calanta? Du hast mich erkannt, ich habe mich verloren. Ich weiß nicht mehr, wer ich hier gerade bin. Das könnte mein neues Ding werden, dass ich immer so einen flotten deutschen Spruch drauf habe in dem Moment. So, hey, bist du Carlos Calanta? Ist der Papst katholisch? Komm schon. Ich denke schon. Es kommt offensichtlich aus einer Unsicherheit heraus. Wisst ihr? Dass ich irgendwie mir selber den unterbewusst diesen Druck mache, dass in dem Moment, wo ich erkannt werde, dass ich noch irgendwas drauf haben muss. Also, dass ich irgendwas Besonderes sagen muss. Irgendwie, irgendein Move. Ich bin kurz davor, Zaubertricks zu lernen. Ohne Scheiß. Dass wenn mich das nächste Mal jemand erkennt, so, hey, bist du Carlos Calanta? Bin ich so, ja, aber wer hat da 2 Euro hinterm Ohr? Magst du mich? Ich denke schon. Ich habe übrigens kein Problem damit, gefragt zu werden, wo ich herkomme. Also ich finde die Frage, ein bisschen langweilig. Ich finde die nicht irgendwie so schlimm oder so. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn ich merke, jemand will auf jeden Fall wissen, wo ich herkomme, aber ist nicht ehrlich genug, das einfach direkt zu fragen und geht dann irgendwelche toleranten Umwege, das Gespräch wird einfach nur zäh. So, ich war mal auf einer Party, ich bin mit einem Typen ins Gespräch gekommen, so, er hatte Sandalen an im Oktober, nur damit ihr wisst, wer er war. Und ey, er wollte offensichtlich wissen, wo ich herkomme, aber war nicht ehrlich genug, das einfach direkt zu fragen und ist dann diesen toleranten Umweg gelaufen. Hab mich so gefragt, Kavus? Darf ich dich fragen, wo dein Name herkommt? Und ich meine so, ja, aus Iran. Und dann ist er ausgerastet. Also aus Iran? Aus dem Iran? Oh, ich bin mal mit dem Fahrrad von Berlin aus nach Iran gefahren. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fand es irgendwie arrogant, dass er das gemacht hat. So. Und ich dachte mir, krass, meine Eltern sind aus Iran für ein besseres Leben mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Und der Typ fährt jetzt so mit dem Fahrrad aus Spaß zurück. Ey, ich bin eigentlich kein Fan von so Wörtern wie White Privilege. Aber mit dem Fahrrad Ländergrenzen überschreiten. Das ist ein White Privilege. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen würde, wenn ich mit dem Fahrrad aus Iran nach Deutschland fahren würde? Ich habe einen deutschen Pass. Mein deutscher Pass wäre so komplett scheißegal. Wirklich, ich glaube, ich wäre in Moria noch, bevor ich in den zweiten Gang komme. Ohne Scheiß. Ihr würdet dann so verruckelte Handyaufnahmen von mir finden, wo ich in irgendeinem UNICEF-Getümmel feststecke, Alter. Wo die so aus dem Laster-Sixer Wasser in die Menge schmeißen, als wäre es Merch. Ich würde mich aber mega deutsch anstellen. Ich wäre mega deutsch in dem Moment. Ich wäre so, hey, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Mit so einem Fahrradhelm, einer Radlerhose, einem alten Jan-Ulrich-Telekom-Trikot. Ihr habt dieses Geheimtreffen mitbekommen, ne? Anfang des Jahres, als es die Nachrichten gab, das ist in Potsdam, wo sich diese Rechtsradikalen getroffen haben, mit ein paar Leuten von der AfD, ne? Und die haben so drüber geredet, wie sie mich loswerden können. So habe ich es übrigens gelesen, die Nachrichten. Also ich habe das komplett persönlich genommen. Also, ich habe in dem Moment nicht nur erfahren, Leute wollen mich abschieben, sondern auch, was für ein Egoist ich bin. Da war kein Platz für Solidarität im ersten Moment. Alter, mit niemandem. Nicht mal mit meiner eigenen Familie. Ich war so, Alter, die sind hier nicht geboren. Bei denen kann ich es ja verstehen. Aber ich? Was soll denn das?
Ich war einfach nur egoistisch, glaube ich, einfach weil ich Angst hatte. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ein ängstlicher Ausländer. Ich war einfach ein ängstlicher Ausländer, so auf einmal. So, da war auch kein politischer Gedanke. So, die ersten Gedanken, das war absolut unpolitisch. Ich finde, das ist ein Luxus, den nur Deutsch-Deutsche haben. Davon so unbetroffen zu sein, dass wenn man das liest, dass man sofort so abstrakte Gedanken haben kann. Es geht direkt ums größere Ganze. Man ist so, also wie werden wir unsere Institution schützen vor diesem gesellschaftlichen Rechtsruck? Alter, ich war einfach nur so, bitte ich bleiben. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, mein Name ist Carlos Keller. Danke.